Habe früher sogar gegen internationale Meister gespielt, gehöre auch einem Club an. Das heißt, viele sind es nicht mehr. Der Krieg? Ja, der Krieg. Oder eher seine Folgen. Spaltung Frankreichs in Gut und Böse. Die Bösen, das sind wir, die die Vichy-Regierung unterstützen. Und mit denen wollen die Guten nicht mal mehr Schach spielen. Tja, ja, so ist das. Und wissen Sie, was man mir am meisten verübelt? Dass ich mit einem Offizier von der deutschen Kommandantur spiele. Mein Freund Bertrand hat ihn eines Abends mitgebracht. Karl Müller, ein völlig harmloser Mensch wie Sie und ich, wäre auch lieber daheim als hier im Feindesland. Und ein hervorragender Schachspieler. Sie sagen, aber ist doch ein Bosch. Na schön, dann ist er eben einer. Macht ihn das zu einem schlechteren Schachspieler, wie? Ich sagte Ihnen ja schon, Doktor, Politik ist nicht schon gut, schon gut. Sie haben den Kopf immer nur in Ihren Büchern. Vielleicht das Beste, was man heute tun kann. Dabei fällt mir ein, Sie wollten sich doch in meiner Bibliothek umsehen. Ich hab schon. Vor dem Essen. Was gefunden? Ja, Sainte-Beuve. Ah. Ein Band der Causerie de Lundi. Mhm. Ich könnte ihn für eine Arbeit brauchen. Sie können ihn haben, solange Sie wollen. Meine Bücher sind die Ihren. Sie wissen doch, wie großen Dank ich Ihnen schulde.